So, liebe Leute, welcome back. Ja, noch geht das Projekt zweite Liga nicht auf. Überhaupt nicht, muss man ehrlich sagen. Halbzeitansprache habe ich leider vergessen, aber wenn es so ausgegangen wäre wie jetzt, wäre es natürlich auch nicht wirklich blendend gewesen. Statistik, Ergebnisse. Wir bleiben auf dem Relegationsplatz. Naja, Gott sei Dank. Preußen, Münster und Aachen geht's noch beschissener. Ja, wir brauchen ein Erfolgserlebnis irgendwie. Gegen Red Bull soll es nicht sein. Van Bergen von YouTube ist einer meiner Lieblingskollegen, aber nicht wegen der schönen Ergebnisse. So, wir schaffen es nicht, unsere Chancen in Tore umzumünzen. Durch diese Nachlässigkeiten geraten wir immer wieder in Schwierigkeiten. Deshalb war der Sieg von Leipzig auch nicht unverdient. Denn in den entscheidenden Situationen haben wir nur reagiert und nicht agiert. Ja. Und dann, man muss sagen, es war einfach, ihr habt es ja gesehen, auch im Spiel, viele Pässe kamen nicht an, ne? Die waren wirklich grottig. Also es ist einfach momentan kein Leben in der Mannschaft, dass es wirklich mal zeigen würde, Mensch, da geht was. Müssen wir halt durch. Müssen wir durch diese Durststrecke, müssen wir einfach laufen. Es ist einfach so, dass die Mannschaft, so wie sie jetzt da zusammensteht, ist es nicht gewohnt zu verlieren. Müssen wir hoffen, dass wir die Kehrtwende kriegen. Natürlich müssen wir hoffen, ne? Ganz klar. So. Die schmeißen mich raus, die Arschlöcher. Nee, komm, ey, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das wäre absolut Katastrophe, wäre das. So, der Bauhof ist ausgeschlossen. Sehr schön. Dann bauen wir doch mal das Bürogebäude langsam aus. Das wäre doch mal was. Dann haben wir noch einen Mitarbeiter mehr. Vielleicht ein Masseur oder sowas, der uns da ein bisschen vorwärts bringt. Sehr schön. Ein bisschen Geld ist ja noch in den Kassen. Ordentlich Geld ist da. 1,1 Millionen. Wolf fällt für einen Tag aus. Statusbericht Verletzungen. Thomas Wolf einen Tag. In Ordnung. Ansprache fehlgeschlagen. Boah, jetzt haben wir mal wenigstens eine Woche Zeit, wo sich alle regenerieren können. Das ist doch schön. So, erste Mannschaft. Jungs. Aber zumindest die Form ist nicht schlechter geworden. Wir können Rossini wieder einsetzen. In der Startelf. Hoffentlich reicht's für ihn. Ansonsten, Pulido. Wir können Gespräche mal führen. Wir sollten aber mit den Leuten Gespräche führen, die auch wirklich dann was bringen in der Teamdynamik, mit denen wir noch gar nicht gesprochen haben. Hier zum Beispiel. Komm, wir bauen sie ein bisschen auf. Wir müssen jetzt Moralpunkte tanken. Riedmüller, gib im Training alles. Aktogan hat noch kein Wort gesprochen diese Saison. Gib im Training alles. Haut alle rein, Jungs. Haut rein. Wir müssen uns wie nach oben kämpfen. Hat gut trainiert. 5 Moralpunkte. Sehr schön. Late. Wäre vielleicht nochmal eine Idee. Gut. Upsala. Jetzt habe ich das Mikro halt noch umgeschubst hier. Man muss die Kirche auch schon im Dorf lassen. Man weiß halt nicht, ne, wie die reingehen. Gib im Training alles. Vielleicht geht noch was. Vielleicht geht bei dir auch noch was. Katzior, naja. Aslan, damit alle mal großes Lob, weil er gut auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne wohl eher, ne? Katzior, vielleicht kriegen sie nochmal, vielleicht kommen sie nochmal mit einsetzen, ne? Wer weiß. So, in Ordnung. Haider, haben wir schon. Jetzt sind wir auch durch, glaube ich, mit Gesprächen, ne? Mehr geht nicht. Ach. Ha ja. Gut, 97% ist nicht wenig. Haben wir bald. Kriegen wir. Müssen wir auch einsetzen dort. Ist klar. Also, da geht nichts vorbei. Deli ist einfach der Typ, den wir da brauchen. Da kommt ein Heinze noch nicht ran. Kommt er noch nicht. Und, was ist denn hier los? Sponsoring. Oh, sie haben leere Banden und ein Angebot. Sehr schön von Ariel. Da können wir froh sein, wenn wir es überhaupt kriegen. Unterschreiben. 9000 ist auch ein richtig gutes Ergebnis. 12 ist das Beste, ne? 10 Banden. Ariel, 10.000. Da haben wir alles besetzt. Namensrechte, okay. Und ein Jahr Apple-Werbung. Gut. Gut. Wie kriegen wir den Wirt wieder fit? Gar nicht so schnell wahrscheinlich, ne? Okay, Toiletten sind dann doch anscheinend zu wenig. Wenn wir ausverkauft sind, dann haben wir halt 3 Toiletten. Aber 3.000 sind 9.000. Sie benötigen für etwa 50% der Dauerkarten. Ja, dann machen wir halt. Komm, dann kaufen wir halt 4. Wie sieht's denn aus mit der Statistik?
Netto bloß 7.000. Geht nicht. Geht nicht. Zwei Gastronomen reichen. Auflage 500. Geld sparen. Und weiter im Nachbericht. Eieiei, in Ordnung. So, boah, fünf Spiele. Fünf Niederlagen. Zumindest die U23 ist geil. Ja, das habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Die geht gut ab. 5-0, das letzte Ergebnis, aber schön. Spielen sie jetzt wieder am Wochenende, am 10. Mal gucken, ne? Können wir mal reinschauen, was da los ist. So, yo, die zweite spielt. Sehr schön. Gucken wir mal rein hier. Kasjanov ist verletzt. Wie lange? 2 Tage noch. Linkes Mittelfeld. Wer könnte denn da rein? Wölfe könnte da spielen. Silski, Fiegel. Dann nehmen wir doch den Fiegel, ne? Und Koba dann rein. Oder Kuschel. Linke haben wir schon mit Wehner, einen Linksverteidiger. Nehmen wir einen Rechtsverteidiger. Mit Kuschel. Bei dem glaube ich aber nicht, dass er sich überhaupt noch mal entwickelt. Von daher den Koba. Ja, so, rein geht's ins News Center. Fiegel hat Trainingsziel erreicht, Datenbank aktualisiert, Jugendspieler erreichen Trainingsziel, Wolf fühlt sich stark unterbezahlt. Ist das so? Na, dann jetzt mal ein bisschen Gehalt hoch. Hilft ja auch ein bisschen, ne, bei der Moral der Mannschaft. 16.000. Dass wir die alle mal so ein bisschen angleichen können. Ihr seht, wir haben jetzt schon Probleme. Stell mal vor, wir hätten einen drin. Wir hätten uns einen 70-Plus-Spieler gekauft mit einem Gehalt von, keine Ahnung, 600.000. Dann hätte Polito so viel und der andere auch. So, und dann muss man sich mal vorstellen, ne, was dann gewesen wäre mit den anderen Verträgen und die Moral der Mannschaft. Wo ist ein Wolf jetzt? Hat er doch 250, ist doch in Ordnung. Also mehr geht nicht. Es ist rum. Jetzt reicht's. Die alten Verträge, noch höher geht's aber kaum. Wer fällt denn hier aus der Rolle noch? Becker. Da können wir ein bisschen was. Darf nicht, sagt der Vorstand. Brinkmann. Rossini. Rossini wäre schon gut, ne? Da darf ich ein bisschen erhöhen. Ich meine, der ist sowas von gesetzt. Rossini. Da muss echt ein bisschen erhöht werden. 13. Mal gucken, bis wo der Vorstand mitgeht. 14. Und wir gehen jetzt schon bei Gehälter, gehen wir jetzt schon ins. Stark ins Minus, beziehungsweise klemmen uns dahinter. So, jetzt haben wir genügend. Wir gucken mal, was ich noch wissen wollte, ist natürlich Kredite. Haben wir noch einen laufen, ne? Wie viel? 2,1 Millionen. Wo kriegen wir den abbezahlt? Bei Transfers, ne? In Ordnung. So. Transfers. Dann sind die Kredite auch weg. Alles klar. Sehr schön. Mitgliederkampagne, Budgetänderung. Nö, das war's. Auf geht's, Spiel der zweiten Mannschaft starten. Schauen wir mal, wie die spielen heute. 1-0 gewonnen. Sehr schön, sehr schön. Alles klar, die setzen sich durch. Das freut mich. Aber Finanzen bin ich top. Aber sportlich müssen wir jetzt langsam mal gewinnen. Ne? Ansonsten haben wir ein Problem. Das Schöne ist jetzt, wir sind jetzt schulden. Jetzt sind wir schuldenfrei. Haben alles abbezahlt. Dank Halimi, Verkauf. Hat uns viel eingebracht, die Kader in der Breite. Wir haben mit Halimi kompletten U23-Kader aufgebaut. Der auch wirklich funktioniert, das ist schön. Jetzt muss ich natürlich nur noch die Kehrtwende kriegen mit der ersten Mannschaft, ne, ganz klar. Das ist gar keine Frage, so kannst du nicht spielen, ne, da müssen wir Gas geben. So, wir haben ja noch ein bisschen Budget bei dem Ausbau hier, bei der Geschichte. Wir haben jetzt auch das erhöhte Bürogebäude, ist in 21 Tagen fertig, Schulungszentrum. Wie wäre es denn, wenn wir mal Fanartikelproduktion erhöhen? Aber 400.000 ist echt teuer. Flaggenmast, Hotel, Jugendinternat ist teuer. Ich würde ganz gerne irgendwas Kleines nehmen. Schulungszentrum, das können wir mal mitnehmen. Heimvorteil 10% größer, sehr schön. Kostet auch nur 200.000. Das nehmen wir mal mit, ne? So, Wölfe fällt aus. Holstein Kiel 0-1, sehr gut. Scouting-Hinweis passt auch. Alles klar, es handelt sich um Steven Schmidt, wir sollten ihn beobachten. Tipp für einen vielversprechenden jungen Spieler, dann schauen wir doch mal rein. Na dann,
Spieler scouten, gucken dir mal an. Wer kann denn Jugendspieler? Hier. Guck du dir den mal an. Sehen wir ja sehen, was das bringt. Oh, jetzt gegen Berlin. Auch noch auswärts im Olympiastadion. Meine Fresse. Also, noch schlechter könnte es nicht laufen. Hätten jetzt mal so zwei, drei Gegner gebraucht zum Aufbauen. Aber es gibt auch keinen in der Liga zum Aufbauen. Ne? Es gibt es einfach nicht. Was ist mit Wölfel jetzt los? Kasjanov ist wieder fit. Trainingsziele erreicht. Bei Wehner. Alle Trainingsziele schon erreicht? Oh, wie geht denn der ab? Was ist denn er? Linker Verteidiger. Naja, dann. Ach so, den hat er gar keine gehabt. Na dann, Zweikampf. Erstmal auf. Ich versuche mal auf 48 hier zu 58 zu drücken. Das gleiche bei Flanken oder bei Ausdauer. Flanken. Da geht schon eine 61. Antritt. Ausdauer. Ausdauer. Okay. Na dann, leg mal los. Scouting abgeschlossen. Andi Bärt, seine offizielle Beobachtung von Sven Schmidt, Heikendorf abgeschlossen. Oh, so schnell. 4 Sterne. 4 Sterne Heikendorf B-Jugend. Aktuelle Saison, zweite Mannschaft, Stürmer. 3 Jahre, Grundgehalt. Oh, geil. Geil. Zwar ein bisschen Temperament, aber 4 Sterne, Leute. Her damit. Scouting abgeschlossen. Okay, alles klar. Haben sie es abgeschlossen. Sehr schön. Oder was war das hier für ein Scouting? Sven Schmidt. Haben beide Sven Schmidt beobachtet, oder nee? Ah, das hat er in einer Woche geschafft. Datenbank aktualisiert. Höchster Formgewinn. So. Wir gucken erstmal in die zweite rein. Was ist mit Wölfeln jetzt? Wie lange ist der verletzt? 6 Tage. Schade. Dann Lippmann. Und dann schicken wir die zweite mal los, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie sie spielen. 1-0 haben sie zuletzt gewonnen, das war sehr gut. Und jetzt 2-0. U23 funktioniert. Also das haben wir hingekriegt. Das haben wir hingekriegt, sehr schön. Bin ich froh drum, dass es da vorwärts geht. Was gibt es Schöneres, als hier im Stadion unserer Hertha-Mannschaft die Däumchen zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem Weg nach oben. Erster. Nur nach Hause. Ich kann es mir nicht anhören, weil jetzt bin ich so, angespannt. Ich will wissen, wie wir jetzt spielen. Kolb fällt aus, Wadenprellung, Holstein Kiel gewinnt 2-0. Da kann ich, natürlich muss ich hier loben, wenn es da vorwärts geht. Oh, alles Gute zum Geburtstag, viel wichtiger. Wenn man sowas schon mal mitnehmen kann, nimm mal auch mit. So, unsere erste Mannschaft. Wir gehen jetzt nochmal, wir probieren es nochmal. Wir gehen so rein, wie wir jetzt stehen. Ich finde jetzt auch keinen anderen, der jetzt da ersetzen könnte. Wirt hat mittlerweile eine 10, wir bringen Wirt mal in der Startelf. Das ist das Einzige, was ich mache. Aktogan läuft von vornherein. Auch Deli läuft von vornherein. Heinze kann noch mal kommen. Makos, ich guck mal hinten. Wer fehlt noch aus? Montero, Holzapfel, Katsior. Holzapfel hat eine 14. Jetzt muss er ins Spiel. Jetzt muss er ins Team. Vielleicht kann er ja mit seiner 14, dann können wir ihn ja eben für Deli bringen. Gucken wir mal. Wir gucken mal. Ansonsten Wahl, Wolf, Heinze, Makos. Das passt. Wir werden so auflaufen wie in den letzten Spiel. Jetzt müssen wir es durchdrücken. Jetzt gehe ich noch mal voll offensiv. So wie wir eingestellt waren vom letzten Spiel heraus. So gehe ich da nochmal rein. In der Jugendmannschaft gibt es noch ein kleines Problem. Ja, da ist die Spielerinfo. So. Da haben wir noch, brauchen wir noch einen Bäcker. So, sehr schön. B-Jugend auch, alles klar. So, wie gesagt. Wir gucken uns nochmal an. Wir schauen, was passiert. Wir haben ja alles eingestellt vom Vormann, wir haben nichts umgestellt. Beten, Leute, los geht's.